und dem süßen kleinen Mädel hinten. Und wir werden jetzt, oder ich fahre jetzt in die nächste Stadt und dann versuche ich auch noch weiterzukommen. Gar nicht mehr so weit weg. Da hinten hin muss ich. Und ich zeige euch mal, was ich heute alles geschafft habe. Und das für 0 Euro! So, für mich geht es jetzt zu dem Rock in diese Richtung, nach dahin. Und jetzt habe ich das Internet verlassen. Hier gibt es quasi nur Internet bei dieser Tankstelle. Und es ist einfach so schlecht, so langsam. Selbst wenn man eine Nachricht bei WhatsApp rausschickt, dann dauert es, bis die quasi rausgegangen ist. Ja, genau. Und die ganzen jungen Leute, die jetzt, sag ich mal, noch hier so leben, die sitzen halt quasi den ganzen Tag um diese Tankstelle rum, weil es halt da nur Internet gibt. Naja. Ja, so sieht es hier aus. So, ich bin jetzt hier unterwegs. Die liebe Familie hat mich aufgegabelt. Die zwei Jungs, die sind damals ein Kletterer. Und hier vorne haben sie Platz für mich gemacht. Eigentlich sitzt das Mädel auf meinem Platz hier, aber ja, haben mich mitgenommen und ich habe im Endeffekt nur 2 Minuten gewartet. Ich habe sofort angehalten und mich direkt mitgenommen. Du! Ah! Hier ist wieder gerade Lampe! No, no, es ist gut. Er wird geschwisterlich geteilt. Du eine Möhre bekommen. Ja, hier werde ich jetzt ein paar Tage verbringen. Schaut euch das hier an, ey. Es sieht so genial aus, ey. Es ist wunderschön. So einer Gegend zu klettern, ey. Ist das nicht herrlich? Der absolute Hammer. Ich liebe die Natur.
der Bergkasten-Pose-Klappe drin. Total, total süß. Family, die auf Tour ist seit 6 Monaten. Und die Jungs überlegen auch, YouTube zu machen. Sie haben mir den Namen gegeben, wenn ich die finde, dann verlinke ich euch den mal hier unten. Das ist der Bus, mit dem ich hergefahren bin. Jo, ganz nette Familie. Wie schon gesagt, die sind aus Venezuela. Er hat aus österreichischer Herkunft. Sie ist Argentinier-Venezuelerin. Schau euch das an, hier sind die. Die schon am Klettern, ey, das sieht so geil aus. Hier doch voll Bock. Das sind das die hier nicht, die Jungs. Aber vielleicht sind sie auch noch gar nicht da. Mal gucken. Ich habe mal abgeklärt, ob die Jungs hier sind, aber die sind wahrscheinlich weiter drin. Hier sind sie schon am Klettern. Die Family. Gerade mal 5 Minuten da. Auf dem Weg zu meinem Campingspot, weil meine ganzen Batterien und alles leer ist. Ich muss mal alles aufladen, aber schaut euch das hier an. Das ist wunderschön hier. Ich liebe es. Jo Leute. Wenn aus einer Hitchhike-Tour Freundschaft wird, das ist auch geil. Yo, schaut euch an, hier meine Nudeln, die kochen. Ich bin jetzt hier gerade bei den Climbern im Spot und die Jungs sind nicht da. Boah, schaut euch die an, das sind die Kanadier. Die haben mir gerade ein Foto gemalt. I love that. Milu Cyrus. Milu, es para tu. The first layer of dirt off. Yeah. She's a dude. Awesome. Very good. I like it. Wow, ist einfach geil hier, Leute. Schaut euch das an. Kleine Vorstelle. Bisschen Rauch. Aber da drin mache ich gerade mein Wasser heiß. Ja, würde ich mal sagen. Mein Wasser kocht langsam. Und hier kann man sich das Feuer nehmen. Und dann hier rein. Und sich das Brot backen. Gerade eben angekommen, also wir waren schon klettern und haben drei Autos genommen und einen Bus und ich habe 6 Autos genommen und bin direkt bis hierhin getrampt. Mega cool, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat gefallen. Lass doch einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, drück die Glocke. Und hast du irgendwelche Fragen, dann lass mir doch einen Kommentar hier unten. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dann, hau rein. Ciao, ciao.